Hallo liebe Leute, groß und klein, es ist mal wieder Graphos Time. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei World of Tanks. Ja, letztes Mal gab es schon ein Let's Play mit dem E25. Muss ich sagen, die zwei Gefechte fand ich selber nicht wirklich so gut. Habe aber leider nichts Besseres zustande gebracht. Hab den weitergespielt und habe hier ein richtig gutes Replay für euch. Wir spielen die Karte Malinovka in einem Siemer-Gefecht. Und ja, ich muss sagen, hier stelle ich mich schon nicht mehr so blöd an. Und ja, hier gibt es auch ein bisschen was zu sehen. Ja, hier am Anfang überlege ich, wo soll ich hinfahren? Ja. Zuerst will ich da runterfahren. Überleg's mir doch einfach. Eigentlich bin ich nicht so der Freund, da auf den Berg rauffahren. Aber dachte mir, ja, mein Gott, probierst das einmal. In letzter Zeit habe ich da unten immer nur schlechte Erfahrungen gemacht. Es kommen die meisten jetzt immer über den Berg. Gut, machst das einfach auch mal. Vielleicht hilft's, ja. So, ich muss aber dazu sagen, die ersten zwei Minuten verhalte ich mich leider zu defensiv. Traue mich da nicht so richtig vorfahren und alles. Ja. Wahrscheinlich auch schlechte Erfahrung. Ich bin schon zu oft innerhalb kürzester Zeit schon ja, hingewiesen mit den E25. Halt mich hier jetzt ein bisschen hinten bedeckt und sehe immer da durch diesen kleinen Spalt, sehe ich ab und zu einen kleinen Panzer. Aber natürlich ist die Chance, dass ich da dann einen treffe, dann nicht so groß. Ja, hier hinten verweile ich jetzt, glaube ich, noch circa eine Minute oder so. Fahre jetzt sogar noch ein Stück zurück, weil ich zuerst gesehen habe, die zwei fahren schon so weit rauf. Da dachte ich schon, oh, okay, die überrennen uns jetzt vielleicht, dass da jetzt noch mehr nachkommen. Aber ja, die zwei sind die einzigen. Der Tiger bleibt einfach unten stehen. So, jetzt da habe ich auch kurz überlegt, sollst du wieder runterfahren, sollst du sie von der Flanke nehmen? Denke mir, ach, scheiß drauf. Jetzt haue ich mich davor, vielleicht erwischt ein bisschen was. Und ja, im Endeffekt gesehen war es doch die gute Entscheidung. So, hier schön am Rand fahren, damit ich nicht gleich aufgedeckt werde. Ich muss sagen, Tarnwert ist echt geil. Habe auch die Tarnung drin und einem Besatzungsmitglied habe ich auch die Tarnung gelernt. Ja, muss ich sagen, was so geschrieben wurde in den Kommentaren bei den letzten Let's Play. Ich muss sagen, Tarnung echt einfach top. So, hier fahre ich jetzt ein Stück vor und versuche natürlich hier diesen negativen Winkel der Kanone auszunutzen und geht schön in die Kommandokuppel rein. Ich muss sagen, die Kanone ist so geil. Die lädt so schnell nach. Schade, dass man es jetzt beim Replay nicht sieht. Ich glaube, die hat 2,46 oder so. Das ist einfach top, also. Und zack, da ist er schon hin. Da sitzt der IS. Zack, noch einmal. Ja, und jetzt hat mich AT 2 da auch entdeckt, aber ich glaube, mich hat die AT 8 angeschossen. Jawohl. Ja, gut. Ich stand doch zu lange hier vorne und konnte aufgeklärt werden. So. Der ging leider nicht mehr auf meine Kappe, da kam eine zuvor. Ja. Dafür, dass ich ihn eigentlich auch gut runtergeschossen habe, 409 Schaden gemacht. So, AT 2 jetzt auch hin. Und dann will ich hier nicht länger stehen bleiben, denn der Tiger 1 wird hier heftig beschossen von irgendwen. Wechsel jetzt hier rüber. Da drüben ist dann noch der Tiger 1 und ELC. Ja, und hier, da muss ich sagen, da verzämmle ich zwei Schuss. Keine Ahnung. So, leider abgeprallt. Fahre ich hier noch ein Stück vor und zack. Plötzlich werden die zwei dort aufgeklärt. Hier ist auch die AT-8, die mich vorhin beschossen hat. So, müsste dann normalerweise auch gleich wieder aufgehen. Und da haben wir sie schon wieder. Ja, schieße ich zuerst natürlich voll in die Front. Dann sehe ich da erst bei den Mod, dass die natürlich da vorne über 200 Panzerung hat. Und gehe dann natürlich auf die Kommandokuppel. Ja, war von mir ein Fail. Hier muss ich sagen, bei dem war ich überrascht, beim M4, dass er davon bei der Wanne nicht gleich durchging. Ja, aber seitlich.
Ja, der ging einfach viel zu tief. Das war nur ein Streifer. Ja. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ja, keine Ahnung, was ich da jetzt aufführe, aber ja, jetzt ist er hin. So, nochmal ein kleiner Positionswechsel. Ja, zwei Abschüsse schon, 1000 Schaden. 9-8 steht, im Prinzip ist ja noch alles offen für beide. So, was ist der? Aber diesmal treffe ich ihn und da sieht man schon, wie sie auf mich schießen. Ja, ich stand da viel zu weit vorne, war ehrlich gesagt klar. Zack. Da bin ich jetzt stehen geblieben. Die Sue hat schon auf mich geschossen gehabt, den musste ich nachladen. Dachte mir, den Schutz setzt er jetzt da noch in die AMX rein. Hab zum Glück auch getroffen. Da unten gehen jetzt die drei nächsten Ziele auf. Da T-34, dann Panzer-Selbstfallerfette. Die steht jetzt besonders gut. Da kann ich jetzt auch ein paar Schuss reinwürgen seitlich. So gefällt mir das. Man, es sind immer zwar nur kleine Damage, ja, Schüsse, aber dadurch, dass die Kanone so extrem schnell nachlädt, haut man innerhalb kürzester Zeit wirklich viel Schaden raus. So, da platzt die jetzt auch. Hier ist jetzt die Sue, die mich vorhin beschossen hat. Zack, noch einer und ihr seht, das Ding lädt so schnell nach. Bis der sich dreht. Da AT-8, so genau. Hier wechsle ich gleich die Position, damit ich da nicht immer so extrem über den Hügel drüber fahren muss und so viel von mir preisgebe. Dass ich da wirklich diesen negativen Winkel der Kanone besser ausnutze. So, jetzt warte ich hier, dass der nochmal aufgeht. So, da ist er schon. Schöne Kommandokuppel anvisieren und zack, voll schön rein. Ja, ihr seht, manchmal will der Schuss nicht dorthin, wo man anvisiert. Aber der hat wieder getroffen. Ja. Zwar die Kommandokuppel schön anvisiert, aber leider gehen die dann alle vorne in die Wanne rein, wo er wirklich da gut gepanzert ist mit 203. Selbst wenn ich den schön gerade treffe, komme ich da nicht durch mit meinem 150 Durchschlag. Ja, hier probiere ich es nochmal. Und ihr seht hier schon, ich habe nur mehr 7 Schuss von der normalen Munition. Das ist mir in diesem Moment, als ich das Gefecht gespielt habe, überhaupt nicht aufgefallen. Ja, das merke ich dann erst später, dann im Abschlussscreen, dass mir eigentlich schon fast die Munition ausgegangen wäre. Ja, ich muss sagen, dadurch, dass das Ding so schnell schießt und alles, also die Murmeln gehen weg wie nichts, also echt ein Wahnsinn. So, hier will ich jetzt zuerst da umfahren, dass ich den AT-8 von der Seite nehme. Aber hier stehen eigentlich eh zwei. Ich habe mir eigentlich gedacht, dass der AMX und der Chido dann ein bisschen mal Druck machen werden, ein bisschen nachrücken. Aber ja, bis zum Ende des Gefechts bewegen die zwei sich nicht wirklich viel. Sie rücken zwar ein bisschen nach, aber ja, ehrlich gesagt, das ist ja viel zu langsam und alles. So, ich fahre da jetzt direkt zum Flaggenpunkt her, weil da unten ist noch ein KV-1S mal aufgeklärt worden. Und schau, vielleicht erwische ich den da irgendwo. Vielleicht will der ja auch einen flachen Punkt fahren. Und zack, da geht er schon auf hinterm Haus. Die Stuck hat ihn aufgeklärt. Zack. Und da schieße ich den jetzt schön da durch die Fenster ab. Ja, nur mehr 4 Schuss von der normalen Munition. Ja, der ging leider leicht darüber. Der ging da runter. Ja. Das war auch nur ein Streifer, der hat getroffen. So, hier wurde jetzt schon umgestaltet auf die Bremsmunition. Muss ich ehrlich gesagt sagen, keine Ahnung, wo ich da hingeschaut habe. Ist mir nie aufgefallen. Jetzt ist er hin. Mit der normalen Munition wahrscheinlich vorne bei der Waffenblende wäre er wahrscheinlich abgeprallt. Jetzt durch die Goldmunition habe ich ihn halt zerstört. Ja, und hier habe ich jetzt schon die ganze Zeit die Goldmuni drin und ja, keine Ahnung. Wie gesagt, fällt mir überhaupt nicht auf. Merke ich dann erst beim Killscreen. So, jetzt bleibe ich hier einfach stehen und denke mir, gut, machst hier Flaggeneroberung. Dahinter habe ich irgendwo einen Baum umfallen sehen. Das war wahrscheinlich der ELC. Ja, schau natürlich da,
man muss sagen, dadurch durch das Scherenfernrohr und dadurch, dass das Ding eh schon so einen geilen, ja, da wollte ich vorhalten, hat ihn aber vorher schon wieder die Kette abgeschossen. Da, 3 Goldmoon ist schon daneben gesetzt. Ja, echt super. Was für eine Geldverschwendung. Ich meine, ich habe sie nur mit Credits gekauft, aber trotzdem ist immer blöd, wenn man das dann nicht bemerkt, dass man dann wirklich schon mit der Goldmuni schießt, weil dann hätte ich jetzt in dem Moment viel vorsichtiger da agiert und wirklich gezielter geschossen. So. Irgendwann müsste dann die AT-8 auch wieder aufgeklärt werden. Zack, da hinten ist sie jetzt wieder. Und schön die Kuppel. Und zack, auch getroffen. Der nächste hin. 5 Abschüsse schon, knapp 3000 Schaden. Ich muss sagen, das Gefährt, das wird mir immer sympathischer. 24 Treffer schon gelandet. Im Schnitt 124 Schaden. Ja, ist eh normal. 135 oder so wird, glaube ich, angegeben, wenn man direkt auf die Waffe geht. Ja, ist okay dafür, dass sie wirklich so extrem schnell ballert. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Ja, könnte ja sein, dass der ELC da irgendwie nach vorgerascht kommt und mich an Captain hindert. Aber ja, was soll er alleine machen? Angeschlagen ist er auch schon. Jetzt geht er gleich weiter vorne wo wieder auf. Na, da, genau. Jetzt ist er schon da vorne. Ja, da haue ich jetzt auch noch einen Schuss rein und treffe aber nicht. Ja, noch eine Goldmuni verschossen. Und hier platzt er. Ja, gewonnen. Schauen wir uns dann noch schnell den Killscreen dann an. So, hier bin ich auch wieder. Ja, 82.728 Credits, 1930 Erfahrung und das ohne den ja, Tagessiegsbonus. Muss sagen, echt ein geiles Ergebnis. Insgesamt habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 angeschossen. Gut, bei 2 kam ich nicht durch. Ja, 5 zerstört, 2 wurden von mir aufgeklärt. Schaden ermöglicht habe ich dann auch eigentlich noch. 812 ist eigentlich ja auch okay noch. Ja, Richtschütze noch gemacht und Überlegenheitsabzeichen Klasse 1. Schade, dass nicht Panzerass war. Ja, schauen wir mal auf die nächste Seite. Ja, so, hier Platz 1 mit Erfahrung und Schaden 3100, also muss ich sagen, echt geil. Nur drüben die AT-8 bei den Gegnern, die hat dann noch mehr rausgehauen. Ja, und unser Typ 58 hat eigentlich auch noch gut ausgeteilt mit 2620. Der Rest von unserem Team, muss ich ehrlich sagen, eher enttäuschend da von den Schadenswerten her. 4 haben bei uns gar keinen Schaden gemacht. Ja. So, nächste Seite. So, hier. Schüsse abgegeben. 57. Direkttreffer 41. 28 waren dann Wirkungstreffer. Haben das Ziel durchschlagen. Ja, die 3100 Schaden gemacht. Ich habe 2 Treffer erhalten. Ja, beide haben getroffen. 330. Bei 830 Leben. Gut, juckt mich das nicht viel. 500 habe ich noch gehabt. Dann 2 Gegner entdeckt. 8 beschädigt. 5 Abschüsse. Schaden ermöglicht 812, Eroberungspunkte, ja, 68, gut. Der letzte ging früher kaputt, 2,5 Kilometer hochgefahren mit dem Ding, gut, das Ding fährt einfach schnell. Ja, jetzt hier seht ihr es. Natürlich müsste ich jetzt 25.000 für die Munition zahlen. Zuerst dachte ich mir, was, wieso denn so viel? Nachgeschaut im Fahrzeug, dachte mir, die Munition kostet doch gar nicht so viel. Und dann habe ich hier erst gesehen, 57 Schuss, dann habe ich es erst kapiert, dachte mir, ach du Scheiße. Unten sieht man es hier dann, 50 normale habe ich drin, 10 Goldmunition, dachte mir, ach du Depp, hast du da die letzten 7 Schuss damit mit Goldmuni rausgeballert? Ehrlich gesagt, hätte ich locker können irgendwie so um, naja, 20.000 oder was mehr nehmen. Aber ich beklage mich nicht, 56.000 Credits ist immer noch ein gutes Ergebnis. Auch wenn man da wirklich ein paar Goldmunis rausballert. Ja, Vorteil halt vom Premium denkt, dass er wirklich mehr Einkommen hat. Ja, und die 1930 Erfahrung, ja, sind auch top. Ihr seht schon, ja, Mannschaft habe ich ja mit 100% gleich mitgekauft. Die erste Fähigkeit ist jetzt auch schon bei 55%. Inzwischen habe ich ein bisschen weitergespielt. Ich glaube, ich bin jetzt schon bei knapp 70. Also, ja, bald habe ich dann eh die erste fertig.
Ja, ich muss sagen, war ein richtig geiles Gefecht. Hat er jetzt im Nachhinein noch ein paar solche. Hat natürlich da nicht so viele extreme Abschüsse gehabt. Meistens nur eins oder zwei, aber hat dann auch immerhin so 2.500 Schaden gemacht. Und ich muss sagen, wenn man sich wirklich mal gewöhnt hat, dass das die Waffe einen negativen Winkel hat und dass man nicht so weit vorfahren muss um eine Bergkuppe oder so, das Ding ist einfach geil. Also, wer wirklich da rüber überlegt oder so, dass er sich den holen soll, dann würde ich wirklich sagen, riskiert es, holt ihn euch. Derzeit ist er immer noch im Angebot. Ja. Zahlt sich wirklich aus. Ja, ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. War jetzt natürlich viel besser als die zwei anderen Gefechte. Falls ja, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo, Kommentar, Daumen nach oben da lassen würdet. Empfiehlt mich weiter, teilt meine Videos, favorisiert sie und. Sag auch danke wieder fürs Zuschauen. Schaltet das nächste Mal auch wieder ein. Bleibt mir nur mehr eins zu sagen. Macht's gut. Ciao, euer Graphos.